Landkreis und Gemeinden bereiten sich auf den nächsten größeren Besucheransturm in Schleswig-Holstein vor. So will die Landespolizei Schleswig-Holstein ihre Präsenz am Himmelfahrtswochenende deutlich sichtbar erhöhen. Zusätzliche Streifen werden vor allem an touristisch interessanten Orten wie Sylt und in Bereichen mit hohen Inzidenzen eingesetzt. Hinsichtlich der Kontrollen liegt die vorrangige Zuständigkeit aber weiter bei den kommunalen Behörden, die von der Landespolizei im Rahmen der Amtshilfe unterstützt werden. Auch für die Sylter Abstandscoaches wird es vermutlich in der kommenden Woche mehr zu tun geben. Die Bundesbahn plant ebenfalls eine Sitzplatzoffensive für den Sommer. Ab dem 17. Juli wird ein direkter Intercity von München nach Westerland angeboten. Bis zum 11. September 2021 gibt es dann samstags eine neue Direktverbindung von München nach Westerland bzw. mit Kurswaden nach Dagebühl-Mohle, auch passgenau zu den Fähren nach Föhr und Amrum. Auch ab Hamburg bietet die Deutsche Bahn zwei zusätzliche Sommerangebote nach Sylt an, ebenfalls mit Kurswagen nach Dagebühl-Mohle. Freitagsnachmittags nach Feierabend fährt ein zusätzlicher Zug nach Westerland. Sonntags vormittags geht's zurück nach Altona. Trotz des hohen Besucherandrangs bleiben die Corona-Infektionen im Landkreis Nordfriesland niedrig. Die Inzidenz laut RKI liegt aktuell am 12. Mai bei 27,7. 25 Personen auf Sylt sind noch als infiziert gemeldet. Am Dienstag gab es 2 Neuinfektionen.